Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte mitten in Europa der Kaiser Karl der Große. Er hatte ein Reich geschaffen, was so riesig war, dass es von den Pyrenäen bis an die Elbe reichte. Deswegen musste er unzählige Kriege führen. Nach seinem Tod klopft er an die Himmelspforte. Petrus öffnet und schaut ihn entgeistert an. Was willst du denn hier? Ich will in den Himmel. Ich bin schließlich Karl der Große. Hier kommst du nicht hinein. Du hast zu viel Blut vergossen. Aber da drüben im griechischen Götterhimmel, da sitzen die Musen. Vielleicht können die dir ja weiterhelfen. Die Musen empfangen ihn freundlich. Sie überlegen eine Weile und geben ihm folgenden Rat. Wenn du uns dienst, wirst du sicher in den Himmel kommen. Du musst wieder auf die Erde zurück und suchst begabte Menschen in deinem großen Reich aus. Wir hauchen ihnen dann künstlerische Inspiration ein, damit sie Glück und Freude unter die Menschen bringen. Karl stimmt erleichtert zu und macht sich gleich auf den Weg. Er forscht und späht und siehe da, er wird fündig. Ich wurde am 2. Juli 1714 in Erasbach, einem kleinen Dorf in der Oberpfalz, geboren. Man nannte mich Christoph. Im Nachhinein erschien mir mein Leben als ein großes Wunder. Wer hätte gedacht, dass der Sohn eines Försters ohne jegliche musikalische Förderung einmal in ganz Europa als bedeutender Komponist gefeiert werden würde? Nun, ich war ein Dickkopf. Als mir mein Vater verbat, Musik zu machen, bin ich einfach abgehauen. Getrieben von tiefer Liebe zur Musik habe ich alle Widrigkeiten überwunden. Ich brachte mir verschiedene Instrumente selber bei und experimentierte viel. Komponieren habe ich eigentlich nicht gelernt, ich habe es einfach gemacht. Und ich hatte Glück, immer wieder Glück, liegt vielleicht an meinem Namen. Immer wieder traf ich auf Menschen, die meine Arbeit schätzten. Und so reiste ich als Mitglied einer italienischen Operntruppe viel in Europa umher und führte meine Opern auf. Mailand, Venedig, Neapel, London, Kopenhagen. So landete ich eines Tages in Wien. Das war sehr vorteilhaft, denn dort begeisterte man sich sehr für die Oper. Sogar die Kaiserin Maria Theresia sang selber hin und wieder, wenn sie nicht gerade schwanger war. Die 50er Jahre waren eine Zeit der Annäherung der Habsburger Monarchie an das französische Königshaus. Das lag an dem bösen Friedrich, dem Preußenkönig. Der Schlingel führte Krieg gegen Österreich. Was macht man also, um Freundschaften zu vertiefen? Richtig, man heiratet. Voilà! Durch diese ganze Heiratspolitik wurde aus der kleinen Maria Antonia die berühmte Marie Antoinette. Das war für mich außerordentlich bedeutsam, denn ich war ja in ihrer Kindheit ihr Gesangslehrer. So konnte ich auch in Paris weiter mein Unwesen treiben. Als Opernkomponist war Paris damals für mich die aufregendste Stadt. Die Pariser waren so verrückt nach Oper, dass sie sich immer wieder regelrecht Schlachten in den Medien lieferten, welche die besten Opern seien. Die Leute hätten sich sogar geprügelt, wäre die Polizei nicht eingeschritten. Außerdem freute ich mich auch auf Paris aus ganz anderen Gründen. Da ist zum einen das gute Essen. Gutes Essen war mir immer sehr wichtig. In Mailand nannte man mich deshalb Beato Porco, glückliches Ferkel. Nicht sehr schmeichelhaft. Später nannte man mich dann Divino Bueno, göttlicher Böhme. Das hing dann doch mehr mit meiner Musik zusammen. Ja, und dann gab es in Paris noch Jean-Jacques Rousseau. Seine Idee Retour de l'état de nature, seine Liebe zur Musik, sein Menschenbild, seine leidenschaftliche Persönlichkeit, all das imponierte mir so sehr. Und so schrieb ich für die Zeitung Mercure de France, vielleicht gelänge es durch meine Oper Iphigenie gemeinsam mit dem berühmten Herrn Rousseau auf der Suche nach einer edlen und gefühlvollen Melodie die Möglichkeit zu bestimmen, eine allen Nationen angepasste Musik zu schaffen und die lächerliche Unterteilung in Nationalmusiken zum Verschwinden zu bringen. Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Schon meine erste Oper für Paris, Iphigenie Onolis, wurde ein großer Erfolg. Ich wurde gefeiert. Paris liebte mich. Trotzdem gab ich mich keinen Illusionen hin. Ich wusste sehr genau, dass das Pariser Publikum äußerst launisch sein konnte. Insofern galt es, meinen Maximen treu zu bleiben. Unbeirrbare Festigkeit und Mut,
Nachdenken und Kombinationsgabe, das Streben nach Wahrheit des Ausdrucks, die Einfachheit der Natur und die Kraft des Gefühls sollten mich mehr als alles andere leiten. Gluck ist natürlich ein großer, großer Komponist der französischen Oper, obwohl Deutscher. Aber er hat sich natürlich gerade des griechischen Stoffes bedient, der griechischen Mythologie. Es gibt ja da diese Orestie, also es geht ja um den Trojanischen Krieg. Wichtig ist auch der Feldherr Agamemnon. Und jetzt ist es eben so, dass auf wundersame Weise Orest in das Land der Taurer kommt, da wo Iphigenie ist. Und der leidet Schiffbruch. Und jetzt sagt die Göttin Diana, ja, Moment mal, alle Schiffsbrüchigen, die müssen mir jetzt geopfert werden. Und jetzt soll sozusagen Orest von seiner eigenen Schwester Iphigenie, die ihn jetzt auch wieder nicht erkennt, umgebracht werden. Orest gibt sich nicht als solcher zu erkennen. Er wird zwar gefangen genommen, weil er ja als Menschenopfer für Diana geopfert werden soll und er soll auch von Iphigenie geopfert werden. Und jetzt kommen beide in eine Dialogsituation, wo er ihr vom Schicksal ihrer Familie berichtet, ohne sich selbst, ohne seine eigene Identität preiszugeben. Und er erzählt ihr, wie ihre Mutter Klytämnestra den Vater Agamemnon umgebracht hat. Und auch den geliebten Ägist, aber ich weiß nicht, ja, Agamemnon, dass er Agamemnon getötet hat. Und darauf erzählt er auch, dass aus Rache ihr Bruder Orest sozusagen die Mutter Klytämnestra getötet hat. Aber er sagt dabei auch selbst, dass Orest den Tod gefunden hat. Er erzählt ihr, Orest sei selbst auch gestorben. Nur Elektra sei noch am Leben, die Schwester. Und daraufhin singt sie dann diese Klage-Arie. Das ist echt crazy. Als ich 13 Jahre alt war, habe ich mit der Kinderoper am Rhein in Duisburg in der Oper Carmen von Georges Bizet mitgewirkt. Und ich kann mich daran erinnern,
dass es mir unglaublich Spaß gemacht hat, auf der Bühne zu sein, mitzusingen. Die Musik ist unglaublich lebhaft. Es hat schon irgendwie so ein bisschen was Märchenhaftes, so was Surreelles, da auf der Bühne mitzumachen. Man hatte auch als Kinder recht viele Stücke, die man singen konnte, oder auf jeden Fall einige Stücke, wo man auch recht viel auf der Bühne stand. Mit Kostüm, mit Orchester, mit allen, mit den ganzen Solisten, mit den ganzen Solosängern. Es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht. Ich wurde als Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini am 14. September 1760 in Florenz geboren. Mit 9 Jahren begann ich schon zu komponieren. Mein erster Lehrer war mein Vater Bartolomeo, Cembalist und Musiklehrer. Im Jahre 1777 erhielt ich durch das Stipendium von Großherzog Leopold die Möglichkeit, bei dem berühmten Maestro Sarti in Bologna meine Studien zu vervollkommnen. Das Spiel der Violine brachte ich mir selber bei. Es gelang mir so gut, dass eines Abends, als im Teatro della Pergola bei einer Vorstellung ein Geiger ausfiel, ich an seine Stelle treten konnte. Maestro Sarti ließ mich den Kontrapunkt der alten italienischen Meister gründlich studieren. Schon damals war mir klar, dass Fleiß und Strenge gepaart mit großer Ordnungsliebe den Erfolg als Komponist bedingen. Um mir einen Namen zu machen, musste ich allerdings Opern komponieren. Nach einigen Erfolgen in Italien und England ließ ich mich 1785 in Paris nieder. Durch einflussreiche Freunde gelang es mir, der Königin Marie Antoinette, welche eine große Förderin der Musik war, vorgestellt zu werden. Durch die Vermittlung von Léonard André, dem Friseur der Königin, wurde ich Direktor des neu gegründeten Théâtre de Monsieur. Doch dann kam die Revolution und mit ihr die große Unsicherheit über meine berufliche Zukunft. Vormittags wurde guillotiniert, abends waren die Theater voll bis auf den letzten Platz. Die Situation wurde für mich immer gefährlicher. Als Schützling der Königsfamilie war die Gefahr, selber verhaftet zu werden, viel zu groß. So blieb mir nichts anderes übrig, als Paris für einige Zeit zu verlassen. Ich fand Unterschlupf in der Chartreuse de Gaillon, einem ehemaligen Kartäuserkloster in der Nähe von Rouen. Dort tat ich das, was mir immer Ruhe und köstliche Ablenkung verschaffte. Ich zeichnete, insbesondere Pflanzen, und beschäftigte mich mit naturwissenschaftlichen Studien. Nach dem Ende des Terrors Robespierres kehrte ich Dezember 1794 nach Paris zurück. So erlebte ich den Aufstieg Napoleons aus nächster Nähe mit. Er war ja für einen Soldaten erstaunlich gebildet. Ich traf ihn kurz vor seiner Abreise nach Ägypten im November 1798. Einige kritische Bemerkungen über meine Werke konnte er sich nicht verkneifen, worauf ich ihm folgende Antwort gab: Bürgergeneral, beschäftigen Sie sich mit Schlachten und Siegen und gestatten Sie mir, meine Kunst nach meinem Talent auszuüben, da Sie ja doch nichts davon verstehen. Ich war Napoleon immer ein Dorn im Auge, weil mich die Pariser so sehr liebten, ja sogar als den ihrigen betrachteten. Darüber hinaus hatte Napoleon nach seiner Rückkehr aus Italien deutsche Musik zu verbannen gesucht. Wie töricht! Gerade Komponisten wie Joseph Haydn und Christoph Gluck, ausgerechnet diese beiden, welche für mich als Komponisten und für die französische Musik überhaupt so bedeutend sind. Das erregte meinen Zorn, und so entschloss ich mich, Mozarts Requiem, welches die Pariser noch nicht kannten, in Paris aufzuführen. Es wurde ein überwältigender Erfolg. Napoleons militärische Erfolge führten ihn schließlich 1805 nach Wien, wo ich bereits auf Einladung der Oper weilte, um dort die Uraufführung meiner neuen Oper Faniska zu leiten. Kaiser Napoleon erfuhr davon, ließ mich zu sich kommen und entschied, dass fortan ich die Schlosskonzerte leiten sollte. Meine Oper wurde uraufgeführt, auf Deutsch. Das Wiener Publikum und die Presse überschlugen sich in Lobeshymnen. Besonders bewegend war die Begegnung mit Joseph Haydn. Nach einer Vorstellung von Niska kam er auf mich zu, umarmte mich und sagte: Sie sind mein Sohn, würdig meiner Liebe.
Nach meiner Rückkehr nach Paris entschloss ich mich daraufhin, aus tiefer Dankbarkeit für die von ihm empfangene Inspiration eine Kantate zu schreiben. Medea ist eigentlich eine Magierin. Medea, der Name alleine, kommt eigentlich von die Wissende. Das Wort meditieren hat sogar damit was zu tun, mit dem Wort Medea. Sie weiß eigentlich alles. Sie ist eine Zauberin, sie ist auch eine Ärztin, sie ist eine sozusagen eine Schamanin eigentlich auch. Also Medea ist eigentlich die Wissende, die hexen kann, die Magie hat. Medea ist eine Frau, die über die Elemente Macht hat. Die eine einfach an der Natur, die absolut archaisch, die Urmutter, etwas Urmutterhaftes hat sie, aber auch die Mutter, die ihre Kinder frisst. Man hat ihr immer gesagt, du bist nicht erwünscht, niemand will dich, geh, geh. Und selbst Jason hat gesagt, nein, du darfst deine Kinder nicht sehen und du musst dich auch von deinen Kindern trennen, du musst jetzt gehen. Also nicht nur, dass sie alles für ihn geopfert hat, dass sie ihre Heimat verlassen hat, sogar ihren Bruder getötet hat, den Vater vielleicht, ich weiß gar nicht jetzt, aber den Bruder auf jeden Fall getötet hat. Sie hat ihre Heimat verlassen, sie hat ihre Identität, ihre Wurzeln verlassen. Sie ist an einen fremden Hof sozusagen gekommen, wird jetzt verscheucht für eine andere Frau und ihre Rache ist furchtbar. Dann vergiftet sie die andere Frau mit einem Kleid. Sie lässt ihr ein Hochzeitskleid, was sie selber gewebt und gewirkt hat, durch ihren Sohn, durch einen ihrer Söhne überreichen. Die Braut zieht das Hochzeitskleid an und stirbt daraufhin und ist in Flammen. Das Hochzeitskleid geht sozusagen in Flammen auf. Sie verbrennt innerlich in dem Hochzeitskleid. Das ist ein giftgetränktes Hochzeitskleid. Das ist unglaublich, dieser Mord. Und das Volk schreit, oh Gott, was ist los? Und die Dirce rennt und rennt und rennt. Und die Arme, ein Riesenaufruhr. Und unglaublich, Entschuldigung. Also ein riesen Aufwand. Und die Medea sitzt da und sagt, ihr regt euch auf, ihr sollt meine Zorn spüren. Nachdem Jason ihr ja sagt, du hast keinen Platz mehr, du darfst ja nicht mehr sein, du musst wieder gehen, du bist hier nicht geduldet und der ganze Hof sagt das ja auch, dreht sie ja eben durch. Und dann richtet sich nämlich dann auch ihr ganzer Hass gegen das und ihre Aggression, ihre Zerstörungswut gegen das, was sie auch am meisten liebt. Die Lust an der Zerstörung erstens. Und zweitens auch die Lust, das zu zerstören, was ihrem Mann Jason, ihrem ehemaligen Mann, wichtig ist. Und dann auch noch die Tatsache, dass sie in ihren Kindern auch die Züge des Mannes sieht, der sie verraten hat. Das sind mehrere Aspekte, die gleichzeitig drin sind und in ihr toben und wütend. Und diese Szene, in der sie jetzt eben ist, und was mache ich jetzt? Weil sie hat sich schon entschlossen, sie hatte sich vorher schon entschlossen, zu ihren Kindern zu gehen und zu sagen, jetzt bringe ich sie um. Aber dann hat sie es nicht übers Herz gebracht und sagt, na, was ist jetzt? Aber ich bin Medea und ich bin eine Mutter und ich lasse meine Kinder leben. Aber aufgewühlt, was habe ich denn getan? Wo sind denn meine Kinder? Ich kann sie nicht sehen.
Und dann sagt sie dann eben, meine Gefühle für sie und diesen Mann, der mich betrogen und verlassen hat, die sind so stark, ich kann sie nicht töten, es sind doch seine Kinder. Aber gerade weil es seine Kinder sind, also das tobt in ihr unglaublich, diese ganzen Widersprüche, die sind die ganze Zeit eben in ihr. Und dann sagt sie, ja, es sind deine Kinder, ja, sondern du sagst es doch selbst, aber du bist doch ihr Vater, nicht wahr? Und dann sagt sie, malheureuse, malheureuse, oh Gott, wie schrecklich. Das alles hängt doch von dir ab. Und das ist auch total crazy eigentlich. Warum kann sie nicht ihre eigene Mutterliebe walten lassen? Aber na gut, ihr wurde das Ultimatum gestellt, die Kinder zu verlassen. Das heißt, sie ist in einer psychischen Ausnahmesituation. Betet sie diese Tisiphone eben an. Sie sagt, Tisiphone, du unbarmherzige Göttin, ersticke in meinem Herzen jedes menschliche Gefühl und gib mir das Schwert zurück, das meiner Hand entglitten ist, weil sie hatte schon das Schwert in der Hand. Sie war schon mit dem Dolch vor den Kindern gestanden, hat schon ausgeholt und hat dann gesagt, nee, kann ich nicht, sind meine Kinder. Tisiphone, du böse, du unbarmherzige Göttin, gib mir bitte das Schwert zurück. Gib es mir zurück, gib mir die Kraft zurück, ich werde die Kraft zurück, ich werde nicht so weich sein. Ich lasse mich nicht von Muttergefühlen leiten, ich bin nicht schwach. Ich werde jetzt trotz meiner Muttergefühle meine Kinder töten. Und das wird sie tun. Come to this.